Aus dem rohen Rubin kriegt man einen geschliffenen Rubin. Aus dem geschliffenen Rubin kriegt man einen polierten Rubin. Und den braucht man für Effizienzmodul, für Fahrzeuglaserverteidigung, für Effizienzmodule, für grünes Modul, für verschiedensten Schiss brauchst du den. Aber halt nicht ewig und nicht unendlich viele. Was machen wir hier? Wie kriegt man denn mineralisiertes Wasser her? Ist das einfach? Wenn das einfach ist, machen wir vielleicht das erstmal. Ja. Mineralisiertes Wasser wird hergestellt aus zerkleinerten Stein und Wasser. Okay, ja, das ist easy enough. Mineralisiertes Wasser. Ja, es ist einfach zerkleinerter Stein und Wasser. Dann kriegst du mineralisiertes Wasser raus. Soweit ist ja einfach. Ist bloß, dass das Ganze hier so nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Was mich jetzt gerade echt ärgert. Weil ich da nicht aufgepasst habe. Und ich habe gedacht, das ist einfacher, was ich hier mache. Habe ich gedacht. Ja, okay, komm. Hier, du machst die Kristallaufschwemmung draus. Soweit ist klar. Und dann müssen wir mal gucken. Kommt hier zum Glück Stein mit raus. Aber... eigentlich bräuchte ich jetzt 4 Filter. Und dann können wir uns das hier sparen. Ja, komm, wir machen einfach 4 Filter. Das ist das ganz normal, ne? Ganz normal. 4 Filter. 1, 2, 3, 4. Ist zwar doof, aber was soll's. Ich weiß auch nicht, wo ich damit lang soll. Machen wir oben lang. Oben haben wir noch Platz. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel. 1, 2, 3. Ist der letzte, muss doch hier unten lang, aber das soll er mal machen. Ansonsten haben wir hier 3, die da lang können. Eins, zwei, drei, genau, und der vierte macht er hier unten raus. So. Hier kommt weg. Filter setzen ist nicht mehr. Mann, nee, das ist der, ne? Genau, der ist das. Hier, Filter setzen ist Schluss, mein Freund. Denn das hier ist alles Schluss. Nee, das hier funktioniert so noch. Kurz. Aber dann nicht mehr. So. Nur so lange, dass das hier wegläuft, wäre in Ordnung. Es ist immer hier einfach mal noch ein paar Rohre dran. Genau, dann nehme ich hier den letzten Rest noch mit raus. Nie ganz, aber... okay. Ja, komm. Gönnt euch. Nehmt das Zeug daraus. Immer noch. Auf der rechten Seite fehlt's noch, Jungs. Mehr. Komm. Alles raus da. Dankeschön. Gut. So, jetzt ist das leer. Das heißt, das hier brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr.
Das ist Geschichte und kann ganz normal abgehandelt werden. So, wir brauchen dann halt bloß mal eine Abzweigung, wo wir aus Wasser, mineralisiertes Wasser machen. Eine Kiste von da aus den Filternden. Mhm. So, hier machen wir jetzt zerkleinerten Stein. Stein. Den zerkleinerten. Hierhin, hierhin, hierhin. Und wir brauchen jetzt irgendwas, was aufpasst, dass der nie verschwendet wird. Weil ich den ja für die Kristallaufschwemmung auch brauche, für das mineralisierte Wasser. Das heißt, wir machen hier hinten einen Tank hin, wo mineralisiertes Wasser drin ist. Und die Dinger hier dürfen nur an sein, wenn da genug mineralisiertes Wasser ist. So ungefähr. Oder wir machen hier eine Abzweigung, die Vorrang hat, die weggeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oder die hier passen auf, dass die nur Zeug verwursten, wenn hier noch der kleine der Stein drin ist. Sowas könnte man auch machen. Quasi hier die Fließbänder da. Und das könnten auch die Greifarme sein. Hm, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Bis gleich. Duel LP bekommt tierische Unterstützung. Was habt ihr sie gesehen? Der Hund jetzt gerade mal gucken gekommen. Muss ich da mal gucken. Schön. So. Wie hätte ich es gerne? Das hier ist auf jeden Fall Kristallstaub. Der ist hier oben auch. Da muss ich dann gleich nochmal Strom dran setzen. So, ja, das ist nicht so einfach, wenn man dahin hinskatet. So, den hätte ich gerne jetzt hier unten gehabt. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich genug... Achso, den hier braucht man nicht mehr, genau. Der kann nämlich von hier direkt hier hingehen. So, was jetzt ein Problem ist, ist, dass das keinen Balancer hat. Aber ist eigentlich auch egal, dass das keinen Balancer hat. Ehrlich gesagt, ist das West. Ach, der muss hier. Hier muss der runter. Der erste hier lang. Ja, komm. Jede Menge Tunnel. Jede Menge Tunnel. Der nächste hier lang. Was ist jetzt passiert? Kein Safarid Erz, ja. Das wissen wir schon im Spiel. Kümmern uns da auch noch drum. Demnächst, jeden Moment, gleich. Halt. So, Kristallaufschwemmung kann man gleich. Da müssen wir noch ein paar Filtriereinheiten bauen. Ähnlich wie da drüben. Der macht da lang. So, und der hier lang. Und wie gesagt, ist eigentlich Wurst, dass die... So weit, so gut. Okay, was wir brauchen... Warum funktioniert denn das hier überhaupt eigentlich nicht? Achso, weil es noch eine eingestellte ist. Ja, das ist in Ordnung. Und zwar, wir brauchen 10 Stein für 100 Mineralwasser. Und wie viel Mineralwasser brauchen wir? Siehst du, aus 50 Kristallaufschwemmung. Für 50 Kristallaufschwemmung brauche ich 10 zerkleinerten Stein. Okay. 50 Kristallaufschwemmung brauchen 10 Kristallstab. Das heißt, das ist 1 zu 1.
Okay, wie werden die zerlegt? Ich glaube, da kommt mehr Stein raus, wenn ich das jetzt gerade so sehe, oder? Ja, da kommt mehr Stein raus. Okay, das geht. Das geht. Du hast die Grundwasserpumpe. Die zieht auch Schlacke mit hoch. Das Restwasser einfach vernichten. Wie Grundwasserpumpe? Da ist nix. Weiß nicht, was du meinst. Die anderen Bahnhöfe. Im Mülllager. Und was zieht die hoch? Schlacke? Ich brauche halt mineralisiertes Wasser. Die Meeresbodenpumpe oder so. Ach, warte, warum laufe ich los? Ich habe das Lager einstecken. Okay, gehen wir mal gucken. Ich weiß jetzt, eine Meeresbodenpumpe haben wir hier irgendwo gehabt. Hier und da. Wenn du die soll ich mal probieren. Probieren wir die mal. Ich glaube zwar nicht, dass da mineralisiertes Wasser rauskommt, aber können ja mal probieren. Wo ist sie denn jetzt hin? Hier. Mal sehen, wie wurde denn die überhaupt eingesetzt? Hier. Ganz normal. Okay, was kommt hier raus? Viskoses Schlammwasser kommt da raus. Verrückt. Okay. Was mache ich da raus? Nichts, ne? Viskoses Schlammwasser, was nützt uns das? Viskoses. Gibt nicht mal. Ist das Schlammwasser wird gebraucht für schweres Schlammwasser. Und das ist es. Das schwere Schlammwasser wird zu konzentrierten Schlammwasser. Und das konzentrierte Schlammwasser wird zu leichten Schlammwasser. Okay, aber was nützt mir das? Was nützt mir das, ist die Frage. Das ist alles schön und gut. Leichtes Schlammwasser. Verdünntes Schlammwasser. Da kriegt man dann den Kalk raus halt. Nee, das nützt nicht. Das nützt nicht, leider. Was für ein Hintern. Hund, was machst du da? Und ich höre dich klickern. Lina? Genau, leg dich mal hin. Okay, dann habe ich das mit dem Hydrolysateur verwechselt. Wegen der Schlacke. So, also. Brauchen Unmengen zerkleinerten Stein. Unmengen. Das heißt, das hier ist eigentlich bloß im Notfall nötig, wenn wir zu viel haben. Okay, wie wird denn. Oder besser gesagt, wo? Mineralisiertes Wasser. Nee, nicht gebraucht, sorry. Das war falsch. Und natürlich hier die Herstellung haben. Was gibt's denn noch für Herstellmethoden? Achso, das, ja, das gibt's noch als. Ja, aus Schwefelabwasser. Kommt mineralisiertes Wasser raus. Das ist das, was ich hier unten momentan weghaue. Das könnte ich mal behalten, statt es wegzuwerfen. Einfach mal in den Tank rein. Drucktank. Drucktank, machen wir mal. Einen. Elektrolyseur, meintest du? So, dann haben wir jetzt hier nämlich schon mal.
Können hier nochmal die Schussgeschwindigkeit erhöhen. Ach ja, und das Abwasser von denen kann dann auch hiermit verwurstet werden. Das ist in Ordnung. Okay, das Problem ist trotzdem, dass wir jetzt erst einmal das hier herstellen müssen. Handarbeit. Das hier wird hergestellt in Verflüssiger. Okay. Dann bauen wir doch einfach mal ein paar Verflüssiger. Die sind ja schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich brauche. Ich überhaupt keine Ahnung habe vom Verhältnis. Ja, komm, hier, wir suchen den Verflüssiger. Ich kann ganze zwei bauen, ey, geil. Und dann fehlt's an Ziegelstein, ja, okay, den habe ich aber noch mit. Kann ich das da nicht setzen? So, Ziegelstein. Nehmen wir mit. Und dann können wir nochmal ein paar Verflüssiger bauen. Hä? Warum findet der nix unter Fair? So, weil ich runtergescrollt habe. Verflüssiger, hier. Einen! Was ist denn jetzt los? Kein Stahl. Ja, okay, haben wir auch noch. Ja. Nimm mit. Jetzt aber Verflüssiger! Ah, 12. Geht doch. Gut, 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 gut. Die Kohle da lang macht, ist jetzt erstmal ungünstig. Deswegen mache ich die mal kurz weg. Die darf jetzt hier mal eine Abkürzung nehmen. Ja, das bleibt. Das ist in Ordnung. Die Kohle macht jetzt aber mal hier lang. Und dann hier durch. Huch, hier ist sogar mein Auto noch. Ja. Auto, geh mal aus dem Weg, bitte. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Weg ist, aber... grob gesprochen, ja. Warum habe ich den da unten hingestellt? Er hätte einfach auch hierhin gekonnt. So, du geh aus dem Weg. Stell dich mal hier hin, okay. Also Verflüssiger, genauso wie hier quasi. Ja, wir machen einfach mal genauso wie da. Genauso. Nur, dass Wasser reinkommt und mineralisiertes Wasser rausgeht. Mehr Unterschied ist das ja nicht. Also hier die Rohre dürfen sich nicht verbinden. Klare Sache. So, ich brauche mal ein neues Rohr. Dass wir da mal ein bisschen was mit haben. So ein Riesenlager im Gepäck zu haben, ist echt nice, sage ich euch. Echt nice. So. Ja, den Abschnitt hier brauchen wir genauso. Nur für normales Wasser. Ihr macht mal mineralisiertes Wasser, macht ihr? So. Die hier müssen wir dann irgendwie begrenzen, wie ich schon gesagt habe, irgendwie. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Deswegen passiert da erstmal noch nichts. So, ja genau, ihr wuchtet da rein, das ist hübsch. Bräuchtet ihr halt Wasser. Wasser ist aber soweit kein Problem. Offshore-Pumpe und fertig. Ja, Offshore-Pumpe. Machen wir einfach mal zwei. Werden reichen, denke ich. Hop. Gut, gut, gut. Huch. Ach. Bin in der Zeile verrutscht, okay. Puh. Dann ist doch wurscht. Genau, mineralisiertes Wasser kommt jetzt hier raus.
Schmeißen wir das mal hier runter. Das habe ich nie. Achso, ja. Genau. Nee, das gehört ja mit dazu. Und der kommt dann hier dran. Hat sich das verbunden? Ja. Okay. Sehr gut. Wollte schon meckern, dass sich das jetzt hier wieder nicht verbindet. Aber hat es diesmal. So, der ist dicht, der ist dicht. Gut, dann können die jetzt hier mal reinstopfen. Ja. Die sind zu lahm. Gut. Also die Greifarme sind zu lahm. Was sind denn das? Sind das schnelle? Schneller Stapler. Zu langsam. Geil. Das ist vielversprechend. Wenn der schnelle Stapler einfach zu lahm ist. Ja, schneller Stapler. Mach noch mal ein paar. Ja, sind gleich gebaut. So, mineralisiertes Wasser wird hergestellt. Das Wasser hier reicht auch locker aus. Reicht es locker aus? Ich glaube, der hier wird dann über die anderen versorgt. Wir kopieren uns bloß den Unsinn hier. Ganz kurz. So hier. Setzen den hier drüber. Ja, brauchen nochmal schnell einen Stapler natürlich. Haben wir überhaupt irgendwas? Achso, ich habe gewechselt. Bin nicht mehr auf dem... oh Gott, wie heißen die denn? Nanobots. Sache Nanobot. Ja, Nanobot. Gut. Der hier geht bis hierhin. Also, nee, das war richtig. Aber hier müssen wir so ein Zwischending reinbauen. In Ordnung. So, das Wasser. Geht dann bis hierhin. Bis hier. Und dann bis hier. Ja, hier können wir es einfach mal so verbinden. Jetzt auch wurscht. Warum passiert hier nichts? Wasser fehlt. Ja, hier ist kein Wasser drin. Achso, ja, hier ist noch nicht verbunden. Jetzt ist da Wasser drin. Genau, und die legen los. Genau, und die können die ganze Chose an... an Stein werden die los. Ciao Stein, mach's gut. War schön mit dir. So weit, so gut. Ja, der mit mir bräuchte jetzt wieder Strom, dann kann der weitermachen. Okay, wir haben jetzt genug kristallisiertes, mineralisiertes Wasser. Was wir jetzt brauchen, sind zwei solche Anlagen hier. Zwei reichen, oder? Da mal zwei erreichen. Ich weiß es aber nicht. Wie viel Kristallaufschwemmung machen die denn im Vergleich zu denen hier? Die machen 50 in 3 Sekunden. Die machen 50 in 3 Sekunden. Okay, also die Hälfte reicht tatsächlich. Wenn das 1 ist, 2, 3, 4, genau, dann brauche ich bloß von hier bis hier zu kopieren. Von wo bis wo? Von hier ab. Von hier bis da. Ungefähr. So, wunderbar. Das ist der Spaß. Der muss jetzt hier drüben hin. Brauchen wir entsprechend wieder viele Filtrationseinheiten und so ein Zeug. So, dahin. Hübsch, hübsch, hübsch. Sind entsprechend 32 Filtrationseinheiten. Filtrationseinheiten, ich kann 8 bauen. Ja, und es geht auch bloß die Stufe 1 Dinger. Was halt so ein bisschen mehr ist. Ich brauche 32, 8 kann ich machen. Lehmziegel, oh, da habe ich bestimmt keinen mit. In meinem Lager. Da habe ich nicht viele einstecken wahrscheinlich. Aber hier baut er schon mal auf. Ich hoffe, es reicht vom Band her.
Ansonsten muss ich dann mal mit weißem Band weitermachen. Rohre aus dem Lager nehmen. Ja, mache ich gleich. Aber ich habe, glaube ich, kein Ziegelstein mit. Nee, mache ich nicht. Mal Rohre raus. Mit. Dann kann der hier das fertig bauen. Greifarme fehlen auch. Die holen wir auch kleine. Müssen das Rezept hier auch gleich ändern. Aber naja, gut, die Dinger müssen erstmal aufgebaut werden, bevor man das Rezept ändern kann. So, was wollte ich? Ach, die Greifarme fehlten, ne? Ja, ja, komm. Musst du nochmal 200 raus. Genau, da kann ich nämlich hier nochmal schön Greifarme hinstellen. Ist das auch erledigt? Ja. Nichtsdestotrotz fehlt uns jetzt hier der Stein. Den holen wir uns dann mal. Von drüben noch einmal. Rohre aus dem Lager, ja. Haben wir. Was ist eigentlich hier los? Du bist voll. Okay. Und du? Du bist leer. Eine Schlackaufschwemmung. Da wurde doch noch Schlacke hergestellt, oder? Na klar. Fließt doch noch Schlacke rein. Da ist auch Schlacke drin, halt nicht viel. Deswegen geht er gerade nicht holen. Aber der könnte mal echt Kristall und Stein holen. Ja, ich muss dann mal umändern. Kristall bloß 32.000 und zerkleinerten Stein 64.000. Das würde Sinn machen. Kristalle rausholen. Wo denn? Was denn für Kristalle? Was denn rausholen? Da bin ich jetzt gerade verwirrt, was du mir damit sagen willst. So, wir brauchen auf jeden Fall den hier. Den Kollegen. Davon auch ein paar. Wieso machst du nichts mehr? Weil du nichts mehr machst. Weil du keinen Kalk kriegst. Weil du Kalkstein kriegst. Ach, das hat sich wohl geändert. Das Rezept. Der hier braucht auch Kalk, ne? Kein Kalkstein. Ach, manchmal werde ich blöde, wenn sich so Rezepte ändern, ne? Okay. Kalk. Kalk hätte ich gerne hergestellt. Einfach in den Hochofen rein und dann wird da Kalk draus. Kommt Kohlenstoffdioxid bei mit rum. Ach, das mache ich hier. Ach ja, nee, es hat sich nichts geändert. Sondern was sich geändert hat, ist, dass hier kein Treibstoff mehr ist. Okay, gut. Damit kann ich gerade so noch leben. Dann machen wir hier mal eine Truhe hin. Habe ich Strom? Ja. Einen Greifarm. Dann packen wir hier einfach mal ein bisschen Kohle rein und dann reicht das erstmal wieder eine Weile. Kein Brennstoff. Ja, ich habe es gesehen. Danke. Hat bloß einen kleinen Moment gedauert. Nix. Hat sich kein Rezept geändert. Das war schon immer so. Bloß ich bin doof. Und sehe das nicht sofort. Okay, was wollten wir eigentlich? Ja, den Lehmziegel holen. Haben wir gemacht. Den packen wir auch gleich mit hier rein. Hier, Lehmziegel. Okay, danke. Einsacken und Filtrationseinheiten. Neune. Ja, von mir aus, dann mache ich mal alle Neune. Und dann fehlt Stahl. Ja, wir könnten mal das fertige Stahlrohr nehmen. Da habe ich ja extra hier oben welches herstellen lassen. Das sogar voll ist, ne? Geilo. Ja, hier, nimm mit den Laden. Den stecken wir uns nämlich hier gleich mit in unsere Anlage hier rein. Nehme ich aber ein anderes Lager für. Weil ich mich sonst dann nicht mehr reinfinde.
wo das Stahlrohr mit drinne ist. Ich weiß, wir haben keinen Platz. Für nix. So, jetzt haben wir Platz. Den, aber wahrscheinlich brauchen wir uns Büro. Du solltest allgemein nicht alles in ein Lagerhaus. Am besten möglichst nur in verschiedene Farben in ein Lagerhaus. Ja, damit sich das ein bisschen besser aufteilt, ich weiß. Machen wir dann im Nachhinein so. Wir hätten ihn mehr nutzen, als auf eine Seite passt. Na komm, bau hin. Dann machen wir das Stahlrohr nämlich hier rein. Dann weiß ich, dass das hier Stahl ist, das ist Eisen. Und dann können wir den normalen Stahl auch... Ärger mich doch, nee. Ja, schmeiß weg. Wie gesagt, schmeiß weg. Okay, schmeiß nicht weg. Hugo. Ja, mach das Stahlrohr da rein. Und dann können wir den Stahl hier rausnehmen und hier reinpacken. Dann ist hier einfach Stahlzeug drin. Das macht die Sache schon mal einfacher. Okay. Was würde ich? Ein bisschen Stahl mitnehmen. Ein bisschen Stahlrohr. Können wir mal ein bisschen viel mitnehmen. Damit wir Filtrationseinheiten bauen können. Wir brauchen 32 Stück. Wir haben 9. Das ist 23 noch. 10, 20, 23. Gut, werden gebaut. Dann den Laden hier dicht machen. Und rüber und zurück. So, wir haben nur noch 247 Band. Ich glaube, das reicht nicht. Das heißt, wir werden dann mal auf graues Band zurückgreifen müssen. Bis wir wieder genug Zeug haben für weißes Band. Für gelbes Band. Ich meine, hier kommt ja das Zeug dann raus, was wir dafür brauchen.